Nächste Runde alt jetzt, ne? Waffenmeister Altmetall. Scrap Metal. Beitreten und ab geht's. Das ist übrigens ein 32er Server. Zack, Kopftreffer. Was, so schnell? Ich habe bis jetzt nur einen Gegner gehabt. Ah, da ist noch einer gewesen. Alter, sind die blind oder so? Na egal, ich geh jetzt No, mal. Magnum. So, zweite Waffe. Auch endlich mal. Kann ja nicht jeder so einen Turbo-Start hinlegen wie du. Ja, ich hatte auch Glück, ich bin direkt am Anfang auf zwei Vollpfosten getroffen. Na, kann man hier nicht drüber springen? Ah, doch. Ach so, Und Teamkamerad ich hat bin mir da Angst momentan gemacht. Erster, das freut mich natürlich. Ja, das freut mich natürlich auch. Ja, da läuft schon einer von uns lang. Gehen wir mal den anderen Weg, gehen wir hier lang. Ja, Schloss Lied. Ja, Magnum. Ja, und den da unten habe ich gesehen. Ich wollte nur noch mal zu Ende Was? nachladen. Was ist denn da passiert? Ich habe zwei Leute erschossen, der Kessel explodiert und ich will das hier gar nicht dazugesetzt. Aber ich habe meine zwei Kills bekommen. Interessant. Hast dich wohl selbst in die Luft Ja, es gejagt. gibt. Ich habe vergessen, dass es wohl Dinge gibt, die hochgehen. Ja, gibt's hier auf der Karte. Einige sogar. Alter, ich treffe auf nichts. Nichts. Ah, da ist schon einer bei der Aug. So, weiter geht's. Immer noch die Magnum, aber trotzdem. Mann, Mann, Mann. 25% hatte der noch. Ein Hit, dann wäre der down gewesen. So oder so, zwei Magnum-Hits, die killen ja fast immer. Da geht doch. Kämpft er sich da hinten in die Ecke? Das gibt's doch nicht. Ach so, 21 Kills. Oha. Also nicht ich, sondern er da. Ja, das hatte ich mir irgendwie gedacht. Den Körper haben wir voll gepumpt mit Kugeln. Aber das reicht noch nicht. Da müssen Ah, wir. legt er sich auf den Boden. Ja, ist so, liegt er sich auf dem Boden mit einer 93R. Ja, du weißt, der braucht den Schub an Präzision. Er ist ein Skiller. Was? Mit der 93R kann man doch so schon voll gut zielen. Oder man ist einfach. So wie der und kämpft sich auf irgendwelche Rohre. Ich meine, ich hätte ihn vielleicht sehen können, ja, schon. Schade, dass das Teil nicht mehr ist. Und er ist schon bei der Seite. Ui, 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 da haut jemand auf. Ich bin gerade mal Level 4. Das ist schon ein bisschen bitter. Wow! Ja, lauft euch alle da rein, Triple Kill. Danke, Leute.
Jetzt habe ich mich da in der Ecke etwas reingebackt, kurz festgehangen da. Erst schießen, dann Fragen stellen, beziehungsweise erst schießen, dann gucken, ob der aus meinem Team ist. Ich glaube, Battlefield kommt damit nicht klar, wenn Leute über Gitter laufen, dann schwer. Da hinten war noch einer, auf jeden Fall ist da hinten noch einer. Ich lasse den mal ein bisschen vorgehen. Ah, ja. Ich mag die auch nicht so. Da ist auf jeden Fall noch einer. Verdammt, 16%. Oh, campt der da, DJ Earn, oh, Selbstmord. Jetzt habe ich auch was in die Luft gejagt. Nein, wenigstens kriegt man da keinen Kill für Abzug. Das wäre bitter. So, Stufe 7 endlich mal. Wow, wie viele hier wieder sind. Das macht mir Angst. Oh, Scarlight, rette mich. Jemand noch einen mitgenommen. Wir sind zumindest in der oberen Anzeigehälfte. Du bist zumindest Level 12, oder? Ja, ich oder? Bin Level KL, keine Ahnung. Level. Steht links unten. Ich sollte 11 sein, wenn ich 22 Leute gekillt habe. Kann sein. Obwohl der eine Kill nicht ganz gut gezählt wurde, weil er durch Explosion. Ja. So, weiter geht's. Nächste Waffe, Stufe 9. Und von hinten war dann doch noch einer. Schade. Ihr merkt, ich laber relativ wenig, weil man sich einfach derbst viel konzentrieren muss. Oh, sonst passiert nämlich sowas. Wow, 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 nicht hängen bleiben. Ja, so wenig Leute über den Weg mittlerweile. Da kann ich mich eigentlich nicht mehr beklagen. Den hätte ich sogar messern können. Oh, der ist schon kaputt. Ja, da ist schon wieder voll. So, den haben wir auch noch mitgenommen. Level 10 von 17. Da läuft auch noch einer rein. Und dann werden wir auch wieder gefrackt. Ja, hey, ich bin jetzt mit dir in einem Level. Cool. Ich hab dich eingeholt. Was? Ob ich dich noch überholen kann? Das wäre natürlich ganz cool. Überhaupt keinen Leuten mehr in den Weg und da kämpft so ein hässlicher Vollpfosten in so einem. Ja, fällt da auf. Dich auf. Oh, da hinter mir war noch einer, während ich da oben auf einen Teamkameraden geschossen habe. Aus diesem Grund spiele ich auch kein Hardcore, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht erst gucken, ob. Oder. Ob nicht. Kill Assist 98 ist frustrierend. Nimm das! Ja, weiter! Aua, MP443. Ja, weiter! Fuck, ich lade gerade Elsat nach 7 Schuss, da Fug! Was mache ich denn da? Da war noch 93 Schuss drin. So, mal da hinten gucken wir, ob da noch einer rumkämmt. Nö, dann laden wir nochmal nach hier in der Ecke. Lade nach. Lade nach, lade nach. Und weiter geht's. Jetzt mal hier runter. Ich höre hier doch. Da hab ich doch einen gesehen. Ja, und den haben wir auch noch mitgenommen. Mit L86A2. ITAP haben wir überholt. Verdammt! Verdammt, viel zu sehr gezittert. Na, ah, falsche Tastatur. Tasten gegriffen. Also,
Na, jetzt aber anderer Weg. Vielleicht bringt er mehr Glück. Ja, weiter. Die nächste Stufe. Direkt wieder beitreten. Level 14 von 17. Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock, hier wieder reinzulaufen. Das. Hey, Kopftreffer zumindest. Ich wollte gerade sagen, geht eh wieder schief. Aber einen Kill haben wir gemacht. Hahaha, mit der Sniper auch noch direkt einen gefrackt. Und jetzt nicht mehr. Boah, ich hänge die ganze Zeit bei der 85. Ich hänge in Stufe 15 jetzt. Oh. 15 von 17 wahrscheinlich länger fest mit der Sniper, weil ich einfach nicht so der Sniper-Typ bin. Oh, wer auch immer darauf gekommen ist, da das ACOG noch zu machen. Und da ist die Runde auch vorbei. Du hast verloren, aber immerhin Surtruf du auf dem vierten Platz, warum auch immer vierter, bei fast allen, die Level 15 sind. Und eine Menge Ribbons kriegen wir. Gunmaster, Winner, A-Squad. Und auch noch zusätzliche Punkte. Warum so viele zusätzliche Punkte? Schon wieder Double XP. 30 zu 20. Dadurch sogar eine ziemlich gute KD für meine Verhältnisse. Ich verstehe trotzdem nicht, warum ich nicht MVP 3 geworden bin. Aber egal.